Unterschiede zwischen den Aufführungen kann ich jetzt noch nicht feststellen, weil die zweite Aufführung noch nicht war, also die Düsseldorfer Aufführung noch nicht gewesen ist. Und Unterschiede hieße ja, dass man auf ein anderes Gleis sich begibt oder eine ganz andere Interpretation macht. Das glaube ich nicht. Ich glaube eher im Gegenteil, dass schon eine große Selbstverständlichkeit eingesetzt hat im Umgang mit dem Werk und dass man sich jedes Mal von neuem wieder darauf freut. Das Wort hier wird sowieso verstanden. Das braucht man nicht am Ende aushalten. Nichts wie weg von hier. Wir werden für dich beten. Ja. Wir werden still gebaut. Wir müssen fliehen. Nichts wie vor. Das Stück bleibt musikalisch bestehen. Es sind nicht viele Änderungen vorgenommen worden, ein paar Detailänderungen, die sich so im Laufe der Praxiserprobung ergeben haben. Aber es wird gleich bleiben und das ist auch, finde ich, ein Vorteil dieses großen Werkes. Nein, nein, seine Stimme bringt Verderben. Sprich. Du machst beim Pop-Oratorium mit. Warum? Weil es Spaß macht, mit so vielen Leuten zu singen und weil ich den Inhalt schön finde. Ich habe das im Internet gesehen über die 10 Gebote und das hat mich einfach begeistert, dieser Riesenchor. Und da hatte ich gedacht, oh, da möchte ich auch mal dabei sein. Ich war in Dortmund schon dabei gewesen und ich finde es einfach cool, mit einem großen Chor mit so vielen unterschiedlichen Leuten zusammen zu singen und dann so ein Event zu starten. Das ist cool. Also ich habe mir ja schon das Video angeguckt davon, von der letzten Aufführung und ich fand es eigentlich ziemlich toll und ich denke, das wird mal ein tolles Erlebnis. Wir sind ein Paar, haben uns im Chor kennengelernt, kurz bevor wir uns entschieden haben, auch bei den 10 Geboten mitzumachen, sind jetzt nicht ganz ein Jahr zusammen. Ja, sind zwar jetzt nicht mehr im Chor, sind jetzt Einzelsänger, aber haben viel Spaß. Ist so ein gemeinsames Projekt jetzt von uns. Und probt ihr auch zu Hause zusammen? Ja, Mama macht das auf dem Keyboard und dann proben wir es. Macht Spaß. Ja, also es ist wunderbar, schon die Akustik. Und das Klasse ist, wenn dann alle vier stimmen, ne? Alt, Sopran, Tenor, Bass. Boah, kriegen wir auch mal Gänsehaut. Ja, super.